Referenz von der Form ist wie die Bach-Suite. Natürlich, es klingt anders. Das ist dieses spezielle Vokabular von Lachenmann, die instrumentale konkret und konkret instrumental. Es heißt, Klang, Töne produziert nicht mit der traditionellen Technik, Spieltechnik. Mein Klopf auf die Saiten, mein Wicht, man hat sehr viel mit Atmen zu tun, Luft. Und alles das mit Tanzrhythmus. Es heißt, für das Orchester viel Arbeit in die Genauigkeit von jenen Aktionen, aber es sollte eine Tanzsuite werden. Man erkennt immer am Anfang von einer Walz, man erkennt die Walz, zum Beispiel. Aber es ist sehr komplex und ich würde sagen, der Hauptrhythmus verliert ein bisschen, es bekommt immer mehr komplex und man fährt und plötzlich ist es wieder da. Es ist ein unglaublich reiches Repertoire von neues Klang. Aber gerauschhaft, aber kein Gerausch. Musik. Und das ist die Beantwortung von der Dirigent. Genauigkeit zu machen für jede spieltechnische Aktion. Aber versuchen, doch Musik zu machen. Das ist doch der Wunsch von Helmut. Helmut Lachenmann spricht immer von schönen Klang. Und die Differenz zu machen, wie schon ein hässlicher Gerausch und eine schöne, gerauschhaft Klang. Die Uraufführungen selbst waren ein bisschen stürmisch. Es war ein bisschen dramatisch, sagte Helmut. Es heißt, das Stück fängt doch an mit einem Quartett-Solo, ein gewisses Streichquartett-Solo, sehr sparsam gespielt, sehr leise, extrem leise. 4-5 Minuten kommt das Orchester und kommt diese sogenannte Walzer, aber wenig Töne, nur Rhythmus. Und es war schon Reaktion im Publikum. Und, los! Und Helmut hat geschrien, stopp! Einfach gesagt, wir sind in Donaueschingen, bitte erst einmal Sie hören das Stück und danach Sie manifestieren. Dazu oder gegen, okay, aber so geht es nicht. Und wir wollen als Musiker spielen. Sylvain, bitte schön, wieder von Anfang an, bitte schön. Das war eine sehr stürmische Uraufführung. Man weiß, in der Uraufführung von der dritte von Beethoven, es war ein sehr kleines Orchester. Es war sehr wenig, es war 6 erste Geige, es war 2 Bässe. Es könnte nicht klingen. Es heißt, es war schon die Parallele. Wie kann man ein neues Vokabular nutzen, wenn die Musiker sind noch nicht vorbereitet für das? Bon, heute ist natürlich die dritte Beethoven in Repertoire von jedem Orchester in der Welt, das ist klar. Trotzdem, die Invention rhythmisch von der ersten Zeit. Das ist ein Dreivierteltakt in 1, aber es ist permanent dekaliert, dephasiert. Dieser Diktus von Hörner im dritten Satz, das hat auch mit Lachenmann zu tun. In die Giga zum Beispiel von Lachenmann, das ist ein Diktus von Trompette, nur ein Trompette, nur Hörner. Die Identität von Klang mit einer bestimmten Musik. Ich glaube wirklich, Beethoven ist der modernste Klassiker noch heute. Und Lachenmann nützt und wünscht, ein Klassiker zu sein mit das modernste Vokabular.